spielen noch nicht Asterix, wir spielen gleich erstmal was anderes. Der Epix ist schon am Essen, in der Zeit unterhalte ich euch mit einem Ballerspiel. Asterix kommt später. So, Mikro ist dran. An YouTube, das ist hallo. Ah, das wollte ich jetzt nicht für YouTube machen, das ist jetzt nur... Ja, Junge, das fühlt sich durch. So, dann... Weapon Select. Hä? Nee, nee, ich will nix. So, wir spielen ein Ballerspiel, wenn der Epix am Futtern ist. Und heute in unserer Nachmittagsshow, spät Nachmittagsshow, spielen wir zum Schluss dann nochmal Asterix. Ja, weil der Papa muss auch heute noch einkaufen fahren. Aber erstmal wird jetzt Asterix gleich gespielt. Aber zuerst das Ballerspiel. Guck mal, da geht's hoch. Der macht sieht sehr gut aus. Und da ist das Maschinengewehrfeuer. Ja, geht das richtig ab. Das grafisch richtig geil gemacht. Ja. Also mal irgendwie durchzukommen. Ah, da hat's uns weggehauen. Das haben wir gemacht, das den Feind haben wir abgemacht. Genau, richtig. Hm? Das ist der Commander, genau, richtig. Werden wir auf alle Fälle mit dem Epix auch mal zweit spielen. Heute jetzt nicht mehr, aber dann machen wir auf alle Fälle auch mal zu zweit, weil das kann man glaube ich auch gleichzeitig zocken. Unsere Schilder sind fast platt.
dann geht's aber richtig zur Sache. Endgegner. Der hat uns aber richtig erwischt. Was ist das denn? Auftankflugzeug? Oh, wir werden in der Luft aufgetankt. Was muss man sagen? Und weiter geht's. Grafisch ganz schön gemacht, so schon okay. Oh, wir sehen uns Bodenbewaffnung ausgesetzt. Ah, da unten knallt das richtig gut zur Sache. Gut, ne? Oh, ist ja unser. Uh-huh.
Oh, das kriegt dein Gegner. Fällt der Finger ab. Oh nein, mir fällt die Hand ab. So, da sind wir wieder auf dem Flugzeugträger. Nicht nur, dass wir keine Raketen mehr haben, wir haben auch keine Hand mehr. Super Schild, Fulltank. Ab geht's. Ja, mitten in Kansas. Hat's uns erwischt. Richtig unter Tage. Noch Kamikaze-Flieger, herrlich. Thank you.
Endgegner. Ich hab Rutschen verstanden. Rutschen. Bleib rutschen. Bleib rutschen. Das ist jetzt auch schon am Start. Spiel completed. Spielen die Spielchen durch Blutungsstörung, oder? Bevor unser Highlight kommt. Zum grünen Abschluss spielen wir nämlich heute noch Asterix Gürbelix. Also aber schneller Abschluss, ne? Achso, ich kann mir Waffe. Papa Flugzeug geht heute noch schön in Real einkaufen. Echt? Der sieht aus wie, wie heißt Sean er? Sean Connery. Ja? Nein, dieser Eisenstar, dieser Eisenberg. Weißt du, ich meine, der hat immer eine Bösewicht gespielt, finde ich. Ach, du meinst hier, der Drogentyp. Drogentyp? Ich weiß nicht, welchen Drogentyp du meinst. Also, ich kann auch was aus. Okay. Ja, weiß ich jetzt, keine Ahnung. Ich nehme mal irgendwas. Ja, dann schmeiß ich auch mit. Ist doch gut, wir haben genug Credits drin. Denn überhaupt? Was sagt? Legt er mich? So, der Epic ist jetzt auch dabei. Ja. Wir nehmen sie jetzt alle zusammen durch. Hier, die andere Taste ist die Sonderfeuerwaffe. Du hast auch so eine. Ja, im Moment nicht notwendig. Ja, ja, das sind die Raketen, ne? Wir sind hoch über den Wolken, André. Hier kann nichts passieren. Über im Weltraum hört dich niemand schreien. Ah, eine B2 oder wie sich das Ding nennt. Jetzt können wir die Raketen holen. Ah, okay. War ein kurzes Vergnügen. Hat zerschellt. Okay, bei mir ist ein bisschen Leben knapp. Boah. Okay, wenn die so klein sind. So. Ich meine, er hat gesagt, der Hort nur Flügler, aber da war ja der deutsche Flieger, der im Zweiten Weltkrieg da mal angedacht worden war. Das ist eine B irgendwas. Ja. Die Dinger können Alter, eigentlich was sind das? Sammle ich die alle ein oder was? Die Dinger können auch nur deswegen fliegen, weil da Computer sind, die so ein bisschen das stabilisieren, das Ganze. Jetzt habe ich denselben Niveau. Ab aus Raketen, das ist ein dicker Oschi. Die Schüsse von denen siehst du teilweise nicht so gut, ne? Ich muss auch ab und zu mal gucken, was passiert, wenn ich nach oben und unten drücke. Eigentlich ist das ein Airbags-Flugzeug, ein Aufklärungsflugzeug. Da siehst du eine riesengroße Radarschüssel, was er da oben hat. Die Deutschen haben davon einige. Das war wohl eins. Hier wird nichts mehr aufgeklärt. Airwax. Bert Brüggemann, mitten in der Woche? Fragezeichen. Ja, klar, Mann. Ja, ja, doch, doch. Es war nur ein kurzes Intermezzo. Kleines Zwischenspiel. Kleines Zwischenspiel. Heute geht das nicht ein bisschen puppen, aber wir werden gleich noch zum Höhepunkt Asterix spielen. Oh, wir danken beide. Guck mal, geht das? Weiß ich nicht, ob das möglich schwierig ist. Das ist wahrscheinlich nur ist ein spezieller für dieses Videospiel konstruierter Flieger. Ja. Was man hier auswählt. Irgendwie links, rechts und dann hast du das Zeug. So, wir sind in der Arktis. Schönes Setting. Oh.
in der Antarktis. Haben die Russen da nicht jetzt ein Atomboot hingeschickt? Oder nee, ein Schiff mit Atomkraftwerk drauf? Ja, irgendwie so ein schwimmendes Atomkraftwerk-Ding. Ja, genau, sowas. Guck mal, wenn du fluchst, kannst du fast ins Wasser fliegen hier. Guck mal. Das ist ein Schneemann, den nehmen wir uns jetzt mal. Oh, guck mal, man kann die auch zerstören. Das ist, Berge. Das sind also ultra krasse Killer sind. Oh, es geht so, ich sag mal. Was ist das denn da? Hau ein, ich will auch ein. Okay, den habe ich zerstört. Sehr schön. Eisberge sind nix. Was für ein Eisberg? Der scheint aber ein bisschen. Ja, unten, ne? Ah, unten durch, okay. Ja. Komm, nimm's hier. Nee, tot. Ich auch gleich. Jetzt. Das Schiff hat einen Flammenwerfer, habe ich das Gefühl. Sehr realistisch. Piri! Alte Rakete! Nimm dir das! Boah! Dann nehme ich's. Ich bin mal wieder tot. Oh, das ist so der Raketeneinsammler hier. Ach, man muss da auch, okay. Auf den falschen, ne? Ja, vielleicht sollte ich mal ein anderes nehmen. Geht dir nicht, oder? Seltener. Aber am gucke ich auch auf deins. Da ein U-Boot, Junge! Eins der Typhoon-Klasse. Verdammt, scheiße U-Boot! So, wir können doch nichts machen, oder? Aber glaube ich jetzt. Oh, okay, ich kann auch nicht kaputt schießen. Das Ding nagelt aber einen richtig zusammen. Die fliegen vor und wieder zurück, die Scheiße. Okay. Ja, jetzt mitten in der Woche, wir sind die Videospiel-Taskforce. Das heißt, wenn einer von uns feiert, nichts zu tun hat, kommt der andere automatisch zum Zocken. Erscheint. Hm? Ja, normalerweise komme ich hier mal zum Holger. Wobei Holger war jetzt auch bei mir zum ersten Mal. Ja, das kann man nicht sagen. Wenn der aber zurückkommt, sage ich, ich wurde adoptiert von der Silke. Ich wurde aber adoptiert. Ich wohne aber im AfD. Ja, du musst frei ganz einfach. Da tritt mich meine Frau. Wenn ich zu oft weg bin, dann tritt mich meine Frau. Ach, ich bin jetzt der mit dem. Okay. Oh, jetzt aber, komm. Ah, da vorne. Boah. Das ist aber ein Dreckstück, ne? Da ist der Ball, das verpisst sich dann wieder. War ein sehr gut gemachtes Spiel, also hat was. Man mag das Spaß. Jupp, genau. Nicht zu schwer. Auch relativ fair. Da haben wir schon andere Spiele gespielt, ne? Wo wir 3 Meter geflogen sind. Ja, jetzt habe ich in die falsche Richtung geguckt. Ah, der schießt trotzdem, ne? Also. Kannst du. Nichts wegballern.
Das haben wir platt da unten anscheinend. Ich glaube, das ist jetzt der Final Stage des Bosses. Geballte Power. Alles raus an Weapons. Was? Du bist wieder schon Connery. Ich kann es ja auch mit irgendwelchen Farbendingern da dein Leben wieder auffüllen, weil du hast kaum Leben. Da sind wir. Das ist wieder schon Connery. Wie heißt der? Komm, sag mal. Wer ist der Typ da mit dem Bart? Walter. Nein, dieser Michael Ironside. Das heißt er so? Nee, ja, ein bisschen wie Michael Ironside sieht er aus. Also doch. Aber so eine Mischung wie John Connery so ein bisschen. Ein bisschen ja, okay, da steckt viel drin. Michael Ironside. Ich oder Michael schon. Connery und John Ironside. John? Ja, eine Mischung aus Michael Ironside und John Connery. Okay, John Ironside, alles klar. Hier. Hier, die nehmen wir. Können wieder Waffen auswählen. Das geht doch nur auf dem Flugzeugträger hier. Da ist er nicht abheben. Jetzt kommt irgendein Flugzeug als Gegner. Jetzt müssen wir irgendwas. Ne? Jetzt sind wir im Iran. Irak-Einsatz. Das Gold auch jetzt irgendwie schneller. Ja, ja, wir haben einen Düsenjäger unterwegs. Da hätte 500 sich auch ein bisschen schwer getan mit den ganzen. Ja. Jetzt sieht man der Grafik. Aber teilweise doch, hier mit den vielen Objekten. Jetzt habe ich alle weggefressen. Ups. Ja, du kannst sie gebrauchen. Schön, mit Gleitschutz jetzt. Nimm du den. Nee, hey, das ist eh nur Leben, glaube ich. Das sind nicht die guten Dinger. Oh, was ist das? Musst du ganz schnell abballern. Die sind übel. Ah, wenn du zu tief fliegst, bist du schade. Okay. Ah, Mynokos, Mykonos, die Mynokos, ja. Okay, ich nehme sie alle. Du willst was? Scheinst du willst aber keine. Ja, ich kann ja nicht so schnell. Bis du da bist, frisst du mir alle weg. Ja, von denen kannst du eine haben. Das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Waffen oder was, aufladen oder keine Ahnung. Ah, oh, was ist er denn? Oh, nicht schon wieder. Ah, okay, wenn wir, zweiten Button nehmen, haben wir diese zwei Raketen. Genau. Die sind zielsuchend, soweit ich weiß. Soweit ich sehe. Ich bin tot. Mit rechts. Mit rechts. Da bin ich. Oh, da war ein schönes Bärchen. Oh, 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 oh. Jetzt. Du wolltest in den Vulkan oder was? Ach, das ist eine Abkürzung, die man nehmen könnte. Oh, ich bin fast tot hier. Ist rein, das ist unser Endgegner. Ist das der Endgegner? Ja. Sieht eigentlich aus wie eine U2 aus den 60ern. Eine Mirage. What? Oh, es geht alles raus, was keine Miete zahlt. Also du bist auch wieder da, okay. Jetzt haben wir das auch gekämpft. Ging wieder über der Vulkane. Uff, uff, Basse. Nee, nee, nee. Wir haben den sogenannten Retro-Videospieltreibstoff hier wieder. Und? Mixbier. V plus Energy als Micro Iron. Liebe Grüße an alle Zuschauer. Übrigens nochmal Special Greetings zu unserem guten Dex. Dex. Du hast in letzter Zeit auch wieder coole Sachen hochgeladen Dex an Musik. The Musician. Ja, habe ich auch schon geliked und alles. Hast du gesehen? Oder? Schöne Dinge bei. Auch Colorist. Ist sehr, sehr schön. Habe ich das jetzt? Wieso kommen wir da nicht mehr hoch jetzt?
Das oben schon gewählt hast, oder? Ah, okay. Oder auch nicht. Unser spezieller Multi-Auftank-Copter, nicht Copter, Düsen-Propeller-Jäger. So, jetzt sind wir hier in Solingen. Solingen? Ja, das sieht aus wie Solingen. Solingen Mitte, würde ich sagen, ne? So von den Palmen. Von den Palmen her, ja. Also Ennepetal ist es nicht. Ennepetal ist es nicht. Ich glaube, er kommt am Schluss. Wenn ihr auch schon mal mit einem Flugzeug über Solingen wart, dann schreibt es in die Kommentare. Ah, die Gehli ist tot. Schönes Vollingen-Anlege. Ich habe diese Bodenangriffsdinger, die sind gut. Das ist eine sehr gute Wahl. Oh, ja, okay, Bock. Hab ich ja auch. Auch da hilft. Man trifft den Heli aber nicht. Und da oben sogar Bomben macht das. Aber hier zieht er bei dem. Ah, guck mal. Und ach, bei dem auch natürlich. Okay, nicht. Also, ja, da war meine fette Bombe jetzt. Ja, ich sag ja, die riesen Bomben. So, das ist immer gleich ein Olix. Das ist gleich immer ein Olix. Noch mal eine Bombe rein. Ah, guck mal, nice. Nur in die Nähe werfen. Fettplatte. Wenn du mal schön den Arsch frei hältst und von vorne und so, dann schmeiß ich die Bombe rein. Oh, ich hab keine mehr. Schade. Er hat's mich aber versemmelt. Oh, die dicke Bertha hier, guck. Ja, stimmt, die dicke Bertha. Da ist sie, da ist sie. Ich kann nichts werfen hier drauf. Der dreht gleich nochmal um, der war noch nicht alles. Dann müssen wir nochmal zurück. Ich glaube, wir fliegen gerade rückwärts, ist das möglich? Wir können auch rückwärts fliegen, wir haben ja die speziellen F-18 Rewind. Ja, mit Rückwärtsgang. War bestimmt noch nicht alles, da war doch noch ein Stück irgendwo an dem Zug. Bertha, die Dicke. Komm noch leben. Da kommst du doch gleich, da ist sie doch. Ja, ich kann aber nichts machen, weil ich keine Bomben mehr habe. Ui, ich werd's alleine, na moin. Das wird gefährlich. Oh. Da war jetzt aber eine schräge Nummer hier. Eine Laserbertha, glaube ich. Der kann in alle Richtungen ballern. Ja. Schöner Gegner. Was ähnlich gab es auch bei Turrican 3 als Gegner. Ja. Aber kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt abgeguckt haben. Nee, doch kann sein. Weil das hier von Anfang 90 ist. Turrican 3 kam 93 raus. Wir machen dich kaputt, Junge! Punkt, 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 Punkt. Ah, die schießt egal, in welche, immer in die eine Richtung. Die ist ein bisschen durcheinander gerade. Ein bisschen Plan, ey. Olga! Machen wir sie kaputt. Bam! Bam. Mission 8 complete. Oh, die laufen aber schneller, sie sehen.
Die laufen mit dem Flugzeug mit. Die haben auch einen Düsenantrieb wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Bodensuppe. Ja, die Bodensuppe gab. Da laufen die immer schneller. Oh, Ironside wieder am Iron Start. Connery. Michael Connery. Ah, wir. Ah, der Lüftungsschacht auf den Todesstern. Genau, wir müssen da in die Röhre reinfeuern, damit wir. Kein Geld. Oh. Wie? Achso, kostet er Geld? Ja. Los. Wir brauchen eine Schilde. Das Schöne macht so eine Schilde. Macht auch richtig Laune. Digitalisierte Grafik auch dabei. Weil ich weiß nicht, ob das digitalisiert ist. Ich meine, die SNK-Leute waren immer gut. Sachen Grafik. Oh, handgepixelt wäre es auch sehr gut. Was, das hätten wir den einsammeln? Jo. Oh, wir haben keine zweite Waffe. Also ich habe keine. Oh, das sind die Bertha wieder. Oh. Und ich fahre in den Laser rein. Eine Bertha. Ah, sehr gut. Der 14 Top Cat. Irgendwas soll immer mal kaputt gehen. War ganz schön stabil, ne? Oh, endlich. Da ist der Apparat hier. Wie war das nochmal? Da sind nichts. Wir müssen einfach weiterfliegen. Oh, ich sammle hier die Laserstrahlen ein. Alleine schaffe ich doch nicht. Wir drehen bestimmt gleich nochmal um, das waren doch nicht alles. Ja, da war doch der Hauptboss war doch in der Mitte jetzt. Oh, oh, oh. Gleich kommt die Kurve. Gleich so mit so einem Weiß in Verfügung vom Auto. Ist überdreht. Genau! Mit dem LKW. Die Stall, wenn du dann irgendwie den Flugabriss hast. Das ist unterhalb des Lasers bleiben. Ah, nice. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen, wenn das Ding hochkommt. Einfach draufballern, ich glaube einfach draufballern, das wird schon okay sein. Ja, aber... Was, das schon? Das war's schon, Alter. Jetzt kommt irgendwas, kommt noch. Wie kaputt ging die Kanäle? Die sind natürlich dann unterirdische Flugzeuge. Aber der ist schon fair, also der Computer hier, der ist schon... Der ist schon fair. Der kann man sagen, man kriegt das Geld schon viel geboten, ne? Ja. Oh, man kann nicht. Oh. Wenn man die Brücken zerschießt, gehen die Gegner drauf, gehen die kaputt. Dann gehen auch die Gegner kaputt, die gut sind. Oh, ordentlich Action hier, ne? Ja, ist schon gut, wenn aufs Screen los. Da fängt ja schon leicht an zu flackern, das ist aber auch kein Wunder. Das ist schon. Das ist eine gute Arbeit hier. Ich würde mal sagen, jetzt geht es langsam Richtung Endgegner. Ganz normal, aber auch mal unter der Erde her. Krieg ist alles möglich. Krieg ist alles möglich.
Wir machen keine Gefangenen. Nee. Ah. Scheiße. Eventuell wird der Schuss dadurch dicker. Auch dieses Parallax-Effekt, dieses Parallax-Rolling, das finde ich auch immer wieder genial bei den Spielen. Hm. Von der Ami wohl sehr geil. Well, thank you. Oh nein, in den Laser rein. In den nächsten Laser. Muss man da durchfliegen irgendwie? Nee, ich weiß noch nicht, was wir hier. Ah, hier, in die Mitte. Ballet Bomb. Ne, wie heißt es? Bulletproof nicht, sondern Ballet Hell. Wichtige Mission. Rabo has just launched the ultimate Satellit. Ah, er hat irgendeine satellitenbasierte Beamwaffe, die den ganzen Planeten zerstören kann. Und wir sind natürlich die Einzigen, die in Solingen da das verhindern mit können. Mit unserem Flugzeug. Genau. Natürlich den Satelliten. Ach guck mal, da gibt es sogar fettere Waffen schon. Ja, cool mit den unterschiedlichen Sachen. Das ist geil gemacht. So, haben wir ein schönes Schild. Das ist ein Satellit hier oben? Nein, oder? Das ist ein Schutzschild. Erstmal die Bahn. Das ist klar, ich meine, das hier oben, was ja über uns. Ah, das erinnert mich so ein bisschen an die Wolkenstadt bei Sonic 2. Ganz leicht. Was von A-Teil, weißt du, um das Raumschiff rum. Jupp. Wow. Das Ding stürzt ab, oder? Ah, das wäre zu einfach. Da kommt noch was. Ah, warte mal. Bin ich jetzt... Ah, hast du gesehen? Schon dann festhalten. Nee, wie war das? Ne? Hat er so einen richtig dicken Schuss. Ah, das ist, ist das Space Shuttle da oben, siehst du? Ah, das ist das Space Shuttle. Wie sagt unser Gegner Space Shuttle? Kein Space Shuttle. Das ist ein Space Shuttle. Wir gegen das Space Shuttle. Er wird nicht weit unten.
kommt das halt nicht. Das Special ist weg. Nein, der Satellit, den er da ausgesetzt hat. Ja. Fliegen immer höher. Nicht zu nah anfliegen, sonst wird man kaputt geschattelt von dem Ding. Da gehen aber noch mal ein paar Euros rein, ne? Ich weiß nicht, wenn das jetzt mal dringend. Das war der Planet. Der Planet! Der Planet ist auch weg. Aus Versehen die Erde zerstört. Aus Versehen halt. Mission accomplished. Return to carrier. Kill 17, als irgendwie geht der falsch. Keine Ahnung. Meiner Meinung nach habe ich mehr gekillt wie du. So reingefühlt. Oh, wir verbrennen gerade. Ich glaube, wir sind durch. Absolut. After the destruction of their weapon manufacturing facilities. Alle waren glücklich. So, auch hier haben wir wieder eine Folge für Twitch. Und the war was over. Komm, ein Tag. Durchgezockt. Bleibt ja drin, weißt du? Ja, das war's für YouTube. Das war's für YouTube. Ich habe mich verschrieben. Ach komm. Equix. EK. EPX, ne? Bei dir EPX. Ja, sollte es eigentlich werden, aber ist egal. Ami steht drin, hat eben mehr Punkte. So, Game Over. Game Over. Viel Spaß. Vielen Ami Dank. In EK sind Erster. Danke fürs Zuschauen. Carrier Command. Das war Carrier Command Arcade. Ja, drei Credits hätten wir noch. Wenn ihr auch mal mit einem Düsenjäger über Soling fliegen wollt, dann sagt uns Bescheid. Wir kümmern uns drum. Schreibt es in die Kommentare aber bitte. So, okay, dann bis später. Ciao, bye. Ciao.